So, Päuschen rum. Dann, wo waren wir stehen geblieben? Versuche ich das mal anders. Die Tanks habe ich dabei. Ja, das haben wir, das haben wir. Das kann erstmal weg. Das kann erstmal weg, das kann raus. Das brauche ich für die Reifen später. Keine Ahnung, was das sein soll. Okay. Okay. Dann craften wir uns doch tatsächlich nochmal schnell das hier. Was fehlt? Ja, die habe ich doch. Hä? Habe ich die schon verbaut? Lol. Boah, fehlt mir wieder Brass oder Kupfersheets? Kupfersheets, ach komm, ey. Mein Kupfer ist alle aus meiner Erzkiste. Das ist unglaublich. Fertig. Her damit. Ich brauche noch ein Kupferteil. Dann versuchen wir das doch mal. Wenn das dann klappt, fressische Besen. Ja. Und einmal unter Tage. So. Ich brauche eine freie Fläche. Habe ich hier. Jetzt brauche ich noch die Kurbel. Okay. Wie sieht das von der anderen Seite aus? Hallo? Andere Seite würde ich gerne sehen. Kann ich mir nicht angucken. Interessant. Man kann die Dinger über Eck bauen. Nice. Okay, ich brauche meinen Handcracker. Komm mal her. Und wieder runter. Hast du schon einen Lodestone verwendet? Nö. Was ist das? Das ist eine Quest. Okay. In dieser Never-Abteilung. Nee, warte mal. Low. Ich habe da nur noch zwei Quests offen. Das ist immer Netherite und Use Lodestone. Ja, genau. Dieser Lodestone. Nö, habe ich noch nicht. Ah, okay. Nein, du Idiot! Was hast du jetzt gemacht? Mitten bei der Lavaquelle vergessen zu sneaken. Ja, und die Lavaquelle ist jetzt aufgepoppt, oder wie? Oder hast du alles abgebaut? Naja. Ja. Beides. Ich
das jetzt da hinsetze und dort eventuell einen Tank. Theoretisch müsste der doch da was pumpen. Dafür ist doch das Teil da. Ach, oder muss ich das so machen? Oh je, auf der Karte sieht man ja gar nichts. Macht der auch nicht? Wie soll man da Lava reinkriegen können? Bin gescheitert, ich weiß es nicht. Das habe ich alles oben. Okay, dann muss ich noch mal schnell hoch. Crafte ich mir jetzt noch mal zwei Sachen, in der Hoffnung, dass es klappt. Einmal den da. Und was ist das? Ah. Einmal das da. Und das da. Hey Gas, hinter dir. So, jetzt hau doch nicht ab. Ich muss was snacken. Jetzt kann ich was Rottenflash futtern. Oh oh. Gar nicht gut. 18 Herzen. Gar nicht gut. Weiterhin 18. Ich sehe das gerade nicht. Gemacht? Ich habe noch ein Spinnauge gegessen. Ne, 18 Herzen habe ich bloß. Es erhöht immer um 2. Ja, aber trotzdem, irgendwas muss da noch sein. Bei mir. Oh, ein Flash. Habe ich ja gerade gegessen. Achso. Okay. Warum auch immer, ich... Das Ding ist mysteriös. Ach, da muss dann ein Filter... da muss ein Filter rein. Interessant. Was habe ich noch gebaut? Das Ding. Ich irgendwie keinen Zugriff kriege. Okay. Warum? Change any active connecten. Bla bla bla. Ah ja.
verstehe das nicht. Das mit den Tanks habe ich auch noch nicht verstanden. Ja, aber wie soll man dann in dieses Sprout-Lava reinkriegen? Sprout? Okay. Ach, when a fluid container item such as a bucket or bottle is placed underneath the sprout will attempt to bla bla. Man muss das da drunter platzieren? Hab ich das jetzt richtig gelesen? Keine Ahnung. Heißt, also ich hab mir jetzt die ganze. Auf jeden Fall runter. Ganze Pumpe hier umsonst gebaut. LOL. Beschiss. Alter, wenn das jetzt wirklich so ist, ich platziere das drunter und der lutscht das rein. Riesensandwurm. Was war das denn eben? Du hast doch gerade gesagt, ein Riesensandwurm. Aber nur ein Knochenskelett. Ja? Mit denen hatte ich auch schon Bekanntschaft. Jetzt habe ich nur eine Tanks hier drin. Tank oben drauf, wurde gesagt. Alter, ich brauche hier noch eine Doppelkiste. Oder erstmal nur eine einfache. Das rein, das rein, das rein. Das Zahnrad nicht. Das kommt da rein. Das raus. Das und das. Ja, das bleibt alles da drin. Erst einmal genau. Das noch. Da rein, da rein, da rein, da rein. Der Handcracker kommt wieder in die Waschmaschine. So. Einmal. Dann Lava besorgen. Oh, da habe ich wieder ein paar Sticks. Nice. Irgendwas falsch machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei was denn? Ich finde keine Drecksfestung. Selbst mit deinem Tippen in der Map. Geschweige denn dieses andere Ding, das kenne ich hier nicht mal. Du meinst die. Pickling, irgendwas. Kacke da. Ja, gut, da bin ich auch 500 Blöcke weit weg gewesen. Ich bin tausende Blöcke schon weit weg gefühlt. Ach, ein Bucket. Oh, scheiße. Macht er nicht. Macht er so auch nicht. Warum kann ich den ein... Oh, ich bin voll. Das ist echt creepy gerade hier. Wo ist denn jetzt der Tank? Da. Macht er auch nicht.
Street Automation System plays about a belt at the front. Red optimizes a food container item as a person. Was? Okay. Ja, Depot habe ich genau. Ach komm, ich bin schon wieder voll überladen. Ach komm, ich will einfach nur wieder da hoch mein Zeug haben. Muss ich jetzt jedes Mal außen rumrennen? Das geht auch nicht so. Ey, warum bin ich jedes Mal überladen? Ich habe so einen hässlichen Block deswegen. Vor allem überladen, inwiefern gibt es hier überladen? Ich habe kein freies Inventarslot. Ach so. Unter dem Ding soll das platziert werden. Wo ist jetzt? Hier ist der Tank. Komm mal her. Nee. 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 Ach, kann das sein, dass das Ding gar nicht so viel Volumen hat? Ich weiß nicht, wobei du, oder wo du bist, das eben kann. Keine Ahnung. Ah. Warte mal. Ich meine, das Ding ist die Leuchte, Mann. Wenn das jetzt. Ah, cool. Fenster? Keine Fenster. Fenster? Keine Fenster. Fenster? Keine Fenster. Jetzt ist das Ding ganz weg. Ne, jetzt habe ich es im Inventar. Ich muss da jetzt mal was mit Glasflaschen experimentieren. In eine Glasflasche passt nochmal 250. Kann das sein? Milliliter, ja. Gut. Au. Au.
Au. Geht auch nicht. Okay. Au. Okay, Lava in Glasflaschen bewirkt, dass man einfach mal brennt. Ist aber logisch. Oh, jetzt nicht mehr. Wow. Hä? Wie jetzt nicht mehr? Ich habe die gerade wieder aufgenommen, jetzt brenne ich nicht mehr. Aber das geht auch nicht, was ich gerade vorhab. Hä? When a fluid container item, such as a bucket or bottle, is placed underneath, comma, the sprout will attempt to refill it with its own storage fluid. Das war Fluid Transfer. Also Schritt 1, das da drunter platzieren. Aber das kann man ja gar nicht mit der Bottle. Kann man ja nicht hinstellen. Warte mal. Ich übersetze mir das jetzt einfach mal. Let's place it. Einmal eine Flasche platziert wird, genau. Underneath. Darunter gestellt wird. The sprout will. Sprout will attempt to riffle. To riffle. Doppel-F bitte, danke. Ach, wie Phil, nicht riffle. Will it visit? It is. Ach komm, ich kann mich mal die englischen Wörter melden. It's own. It's own. Storage fluid. Storage. Wenn ein Flüssigkeitsbehälter wie ein Eimer oder eine Flasche darunter gestellt wird, versucht der Ausguss, ihn mit seiner eigenen Speicherflüssigkeit aufzufüllen. So ein leeres Ding darunter stellen. Ich würde aber gerne mal schlafen, wenn es geht. Warte. Oh, warte, ich muss mich nochmal hinlegen, so. Aber trotzdem ist das irgendwie... Ja, keine Ahnung. Komisch. Ich hab da jetzt Lava drunter platziert.
Aber der zieht das nicht rein. Ganz komisch. Und unter dem Sprout Lava platzieren bringt auch nichts. Macht der natürlich auch nichts. Nö. Ich hab auch keinen Bock auf dich gerade. Nee, da muss ein Block dazwischen frei sein, sonst geht hier gar nichts. Oh, hallo Alk. Hä? Guck mal, hier auf der Mauer. Rechts, links von dir. Hey, wie bist du da angekommen? Er hat mich hier hochgeschleudert. Ja. Ich verstehe das nicht, vor allem es steht nicht mal da, ob der Energie irgendwie braucht. Es ist halt einfach nur ein Ausguss. Aber ohne den kann man halt keinen Cake machen. Ah, alles klar, ich weiß wie. Alles klar. Alter. Wieso hab ich nicht schon wieder so ein... Doch, das ist da hinten. Okay, ich brauche eine Iron Bars. Ich baue mir jetzt ein Item Drain. Oh, holy shit, ey. Es ist, ja. Frag nicht. Rein theoretisch müsste das jetzt da reingehen. Und wenn nicht, muss ich das noch rauspumpen lassen. Das ist eigentlich eine Quest oder machst du das freiwillig? Das ist gerade tatsächlich komplett freiwillig. At Crate. Dann bauen wir uns mal noch sowas. So witzig sieht es auf jeden Fall aus. Copper Sheets brauche ich. Hab ich noch welche? Ich hab noch mehr als genug Kupfer. Ich hoffe, ich habe jetzt da Kupfer hingeschmissen und nicht Brass. Danke. Scheiße, was wollte ich mir jetzt bauen? Das da. Ach, das ist einfach nur ein Rad. Oh. Okay. Dann brauche ich eine Fluid Pipe. Connecten die miteinander? Die connecten miteinander. Ist Pilzöl eigentlich realistisch? Keine Ahnung. Das ist sowas wie. Keine Ahnung. Aber der macht hier immer noch nichts. Habe ich einen zweiten Lava-Eimer eingesaut.
Wo ist meine? Da ist die Pipe. Hast du das Ding schon mal mit einer Range konfiguriert vielleicht? Welches? Ja, den Block, der dieses Fabrikding da. Dann kannst du doch bloß die Scheiben zumachen. Geht nicht. Und sneaken Rechtsklick ist abbauen. Ja, okay. So, dritte Lava-Eimer. Nee. Versuche ich mal eine andere Pipe. Ich habe ja Milliarden. Fluid Valua könnte ich versuchen. Könnt aber auch ein Tank mal drunter bauen und das Pull A auf jeden Fall. Pull A. Ja, das ist so eine Art Pumpe. So, Lava sehe ich noch. Da passiert nichts mit dem Ding. Ich hab keinen Bock mehr, ey, ganz ehrlich. Ich verabschiede mich jetzt sowieso. Jo. Was hast du morgen wieder im Ziel? Ja. Muss ich nur schauen, ob ich kann. Muss ja auch wieder zu der Arbeit lernen. Aber ich komme auf jeden Fall morgen. Wir hören uns morgen, dir noch einen schönen Abend und hoffentlich kriegst du das auf die Reihe. Jo. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Muss es rein theoretisch da reingehen. Rein theoretisch. So, nee, so ist richtig. Aber macht er nicht. Okay, ich bin hier echt überfragt. Also das bringt's auch nicht. Das wird ohne nichts bewirken. Stellen wir mal einen Tank drunter. Bewirkt auch nichts. Okay. Ich bin hier gerade echt überfragt. Raus, 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 raus. Ja. Ich bin gerade voll überfragt. Also, nee. Irgendwie will das nicht so, wie ich will. Das war ja nur die mit dem Filter. Die hat man schon angeschlossen. Ja, und ich will jetzt keine Potion machen.
Ich will einfach nur das hier herstellen. Ich verstehe das einfach nicht. Irgendwie die Mod will mich verarschen. Und hier genauso, hier fehlt auch noch irgendwas. Ich weiß aber nicht was. Ich habe überall ein Häkchen dran. Ja, click to view recept mob beacon. Prevents natural enemy spawning is chunks. Kann ich nicht mal bauen, weil ich da irgendwie noch nichts hab. Okay. Warum auch immer. Craft a respawn anchor. Ja, das machen wir beim nächsten Mal dann. Ich verstehe das nicht. Das ist mir gerade ganz, es ist mir ein bisschen zu hoch hier. Also, das erstmal raus, das raus, das raus, das raus. Das und das. Das hier, das und das. Die ist voll. Einmal da rein, der Rest wandert jetzt hier rüber erstmal. Stein, Holz, Holz, Holz. Sägtouch bleibt tatsächlich erstmal hier. So, okay, keine Partikel. Rote Beete. So. Bringt auch nichts mehr. Okay. Pilzsuppe. Da ist jetzt die Frage. Ich habe eigentlich schon welche gegessen gehabt. Aber ich habe rote Pilze. Passt. Können wir das nochmal versuchen? Zwei Stück brauche ich davon. Nee, bringt mir auch nichts. Bringt alles nichts. Irgendwie wollen die letzten Herzen bei mir auch nicht auftauchen. Ganz komisch. Aber was gibt's noch an Essen, ne? Vanillatechnisch? Cookies. Kakaobohnen kann man nicht herstellen. Schade. Schade, schade. Wir könnten aber die letzten Minuten tatsächlich nochmal auf die Suche gehen, ob wir einen Dschungel finden. Ne? Das könnten wir tatsächlich noch machen. Wäre auf jeden Fall nice, wenn wir ihn finden würden. Sag mal, kann man die eigentlich auch essen? Ne? Nö. Boah, weh.
ihr baut euch wieder raus. Oh, die sind erwachsen. Oh, nice, nice, nice. So, gucken wir mal. Vielleicht findet man noch einen Dschungel in den letzten paar Minütchen. Wäre nice, wäre geil. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Ich renne einfach mal straight in die eine Richtung. Müsste man nicht auch Kakaobohnen in so einem Haus finden können? Wäre doch eigentlich realistisch. So, denke ich mir mal so. Oh, schreckt mich doch nicht zu, ihr Hunde. Müsste doch eigentlich machbar sein. Okay. Seltsames Hauskonstrukt. Da hat jemand Quarz gefarmt. Au. Oh, Kupfer. Wenn wir hier Autos herstellen, müsste man ja tatsächlich noch irgendwie an Benzin kommen. Oh. Das heißt, das Questbuch wird noch einiges aufdecken. Mal ganz kurz ein bisschen rum hier. Oh, oh, das nehme ich alles dankend an. Das nehme ich alles dankend an. Oh yeah. Ne. Oh Gott, wie groß ist denn das Biom hier noch, bitteschön? Einfach nur einen fucking Dschungel finden. Ja. Euch nehme ich mal hier in die Hand. Okay. Das Biom könnte doch was Gutes heißen hier. Komm. Gib mir Kakaobohnen.
stinknormale Kakaobohnen. Mehr will ich nicht. Oh Mann, Rohrfisch. Nein, den möchte ich nicht. Ich möchte tatsächlich gekocht. Oh nein. Oh nein. Ich komme auf so dumme Gedanken gerade. Sag mal, gekochter Fisch. Oh, Darko wird mich hassen. Der wird nie wieder mit mir zocken wollen. Oh. Holy shit, ey. Mensch, hier gibt's aber auch Sachen zum Trollen, das ist nicht mehr normal. Ich hab kein Eisen dabei, scheiße. Gibt's hier einen kleinen Baum? Hier. Wie viele Saplinge habe ich? Einen. Jetzt haben wir ein paar mehr. Oh Gott, ich bin so ein fieses Schwein. Aber hey, man muss auch trollen können. Du. Wer das bei mir aushält, das Trollen. Holy shit, der hat Nerven aus Stahl. Ja, ich decke hier gerade alles auf. Deswegen werde ich gerne mal zurückgesetzt. So. Ach, komm, immer nur das ein und selbe Biom kann da nicht sein. Weil ich muss einen Dschungel finden. Ich brauche ja das Jungle Wood, damit ich dann Kakaobohnen weitermachen kann. Also würde mir Kakaobohnen alleine nichts bringen. Hey, ich hab rohen Fisch. Willst du den haben? Willst du nicht? Okay. Musst du nicht gleich so aggressiv werden? Mann, Mann, Mann. Soll er die Tiere hier verstehen? Oh, guck mal. Nehme ich auch dankend an. Nein, nein, nein. Geh mal hier hinten hoch. Wenn ich irgendwann mal hochkomme. Oh. Hi Mokus. Oh.
Ne, die greifen mich nicht an. Gut. Brave Kühe. Ja, ich muss trotzdem noch ein Dings finden. Ne? Im Dschungel. Das ist voll fies. Fisch will ich nicht unbedingt essen. Nicht unbedingt. Ach komm. Ach komm, ach komm, ach komm. Ah, ist wieder so ein pinker Baum. Sein Dschungel. Ah, nehme ich auch mit. Da kommt auf jeden Fall schon mal ein Schneebiom. Das heißt, da gibt's rote Berries. Das müsste doch so eine, ja, Sprucewood sein. Tigerbiom, so nennt man das. Nennt man es Tigerbiom? Ja, ich glaube. Ja, Tigerbiom, nice. Jetzt brauche ich noch die roten Berries. Da haben wir doch schon welche. Haha. Schön. So, jetzt fehlt nur noch der Dschungel. Pilze nehme ich natürlich auch mit. Zombie. Mutant. Oh, fuck, ey. Ach komm, lass mich in Ruhe. Lasset mich doch einfach in Frieden. So, und ich darf nicht alle von den Berries essen. So, so, so. Ja. Hat nicht wirklich was gebracht, dass ich die gegessen habe. Schön. Den nehmen wir mit. So, Schnee nehmen wir auch mit für den Schneemann. Ja.
Und tschüss. Nö, geh weg, Zombie. Einfach nö. Na, jetzt lass mich doch mal hier hoch. Oh, Berries. Oh, noch mehr Berries. Und ein Pumpkinwald, ernsthaft. Oh Mann. Ein Pumpkinwald. Ich will ein fucking Dings haben. Ein fucking Dschungel und kein Pumpkinwald. Ohne Worte, ich hab kein Eisen. Ich hab kein Eisen dabei. Scheiße. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe. Doch, das müssten Pumpkins sein. Ja, Pumpkin, genau. Oh, ich überziehe gerade extrem, das ist nicht gut. Ich will eigentlich noch was futtern heute hier. Die bringen halt auch gar nichts, die Berries bei mir. Die bringen halt einfach gar nichts. Ich sehe, dass du unsichtbar bist. Keine Ahnung, was Darko gemacht hat, dass der so viele Herzen kriegt, dass das bei dem gleich anschlägt. Naja. Waschbär. Ocker! Die Quest mit den Orcas! Geil! Ich hab die Sigtouch-Picke nicht dabei, ne? Nee. Wenn ich mich jetzt Schildkröten-Eier finde, dann. Oh, kotze ich ab. Dann kotze ich richtig ab. Wenn ich zumindest Schildkröten finde. Oh, noch mehr von denen. Hier sind überall Chicken Wings. Gerade ein krasser Leck. Oh, Standard Plants Biom, geil. Die mag ich. Oh, doch, kein Standard. Wow.
Ach, Mann. Mami, Hilfe. Ich will Kakaobohnen und ein Bäumchen dazu. Mehr verlang ich doch nicht. Aber hier, das ist doch, das sind doch Dschungelblätter. Nee, Oak Leaves. Lol, okay. Das sind Spruce Leaves. Okay, die sehen sich verdammt. Ach du Scheiße, ähnlich. Was habe ich denn da? Cherry Lock. Das gebe ich tatsächlich nicht so einfach weg. Das kriegt Starko. Zu schwer sein. Wow. Hey, stopp mal, da kann ich gleich hier Sigtouch-Picke mitnehmen. Und mein Nachbar macht wieder Radau und beschwert sich jedes Mal über mich, dass ich ja irgendwas machen würde hier. Wow. Was waren das? Impaling und Looting! Nice! Nice, nice, nice. Also, das nehme ich tatsächlich dankend an. Schönes Buch. So, und das war Absicht, denn ich habe oben schon wieder eine Kiste gesehen. Ja. Ja. Okay. Keine Ahnung, warum mein Router gerade geblinkt hat. Aber gut, ich werde jetzt offscreen hier noch ein bisschen suchen und mich dann definitiv beim Dschungel ausloggen.